Moin Moin Chamme und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Shadowrun Hongkong. Und ich bin mir selbst nicht so ganz sicher, ob das allzu klug war, was ich getan habe, weil wir sind jetzt im Kampf gegen vermutlich recht heftige Gegner, weil es sind ja quasi die Obermuftis des Gebiets hier. Sind zwar zu fünft, aber oh, ich habe da echt ein kleines bisschen Angst vor. Nö. Control Mode. Ach so, die müssen einzeln in Kontrollmodus gemacht werden. Jo, das ist natürlich nicht so doll. Ist das der neue, der Strado, glaube ich, ne? Ich glaube, der Strado ist neu. Haha, das Internet lässt grüßen. Gut, dann stratzen wir mal mit dem Strato los. Und ich bin da echt gespannt, wen nehmen wir zuerst? Wem gehört die Drohne, ist die Frage. Kann ich das nachgucken? Es sieht nach Tang aus. Würde auch passen. Also greifen wir Tang an, weil dann sind wir die Drohne auch los, wenn er weg ist. Ja, gucke mal schauen, ne? So einfach geht das. Und da kann ich Single Shot. Komm, warum nicht? Oder wie viel habe ich denn? Crit habe ich 46. Allgemeine Treffersicherheit 98. Das ist doch. Das ist doch eigentlich ganz angenehm. Bam! Ah, gibt es zum Glück hier keine Gelegenheitsangriffe oder wie das auch in verschiedenen Settings sein kann. So, eine Aktion habe ich noch. Dann nehme ich hier akkurat das hier. Dann treffe ich relativ sicher. Und sogar kritisch. Mensch, ich bin so ein kritischer Mensch. So, dann werde ich einmal hier hin, ne? Und dann auch hier ein Aimed Shot. Einfach weil ich es kann. Yes! Den sind wir los. So möchte ich das doch haben. Dann gehe ich mit Gobbet hier hin. Und dann gucken wir doch mal was. Ach, braucht zwei Aktionen fast alles. Das ist natürlich ein Problem. Wen nehmen wir als nächstes raus? Das ist die große Frage. Ach, Porter Lamb, ich mag dich eigentlich. Ich würde dann mal sagen, Elder Nick. Mistikaki. Gut, dann haben wir den Knaben hier. Ja, komm, gehen wir hier hin und... Ach du Scheiße. Was ist noch mein Bewegungsradius für... Sonne Kacke! Ich kann so nicht arbeiten. Da muss ich doch Porter Lamb hier angehen, glaube ich, oder? Kann ich hier irgendwie in Defensivmodus oder so? Nee, ich lasse das erstmal. Sollen die Gegner doch erstmal was. Ach du Schande. Nein! Wie können die nur? Ey, die können mir doch Gobbet hier nicht zerpflücken. So, dann nehme ich noch mal meine andere Drohne mit. Und ich zerpflücke mit der Elder Nick. Kritisch. Kaboom. Dann würde ich hier mal rangehen. Ja, ich glaube, das wäre ganz brauchbar. Da kann ich ja eh draufballern, wie ich will. Ja. Was haben wir denn hier? Granate? Nö, nö, da gehe ich auf Nummer sicher. Ich weiß, dass hier einige sind, die ebenfalls beziehungsweise die Granaten abwehren können. So viel habe ich mal mitbekommen. Zack. Dude, die Maus. Ja, das ist jetzt die Frage. Ich würde tatsächlich sagen, ich gehe hier ganz in Sicherheit.
In Hoffnung, dass da nicht irgendjemand auf mich wartet. Ja, yeah, dann kann ich hier nochmal drauf gehen. Warum nicht? Das sieht gut aus. Das sieht ebenfalls gut aus. Haha. Ach du Schande. So, jetzt aber. Ach du Scheiße. Ist natürlich nicht so dolle. Aber jetzt können wir doch mal hier so, oder? Ach, da habe ich doch ganz gut Treffermöglichkeit hier. Na dann. Dann ballern wir mal munter drauf los. Warum nicht? Jo, ist tot. Dann gönnen wir uns auch nochmal Ip. Mit dem neuen Ip-Saft. Ja, hey, das wäre auch gut, aber irgendwie nee. Auf sich selbst. Katsching. Und schon ist sie wieder ein nützliches Mitglied der Familie. Ach komm, das ist so nah dran, da kann ich auch von hier aus. Also so hoch die Wahrscheinlichkeit zu treffen. Hat beide Male getroffen. Was wollen wir denn mehr? Aber hier kann ich ja mal. So, zack. Ich roll mal rüber. Macht aber auch nicht so viel mehr Trefferwahrscheinlichkeit. Egal. Yeah. Haha, daneben. Dann machen wir hier mal Radarzong weg, ist der Balkon. Dong. Und der Rest ist nur noch Makulatur da. Och nö. Was soll das? So, dann muss sie das eben richten. Gobbet, recht dich. Oder auch nicht. Na, dann machen es eben meine Drohnen auch nicht schlecht. Zeigen sie sich zumindest richtig nützlich. Booyah! Als die Elder auf den Boden aufprallen, hältst du inne und schaust dir das Blutbad um dich herum an. Es ist vollbracht. Keine weiteren Betrüger mehr am Leben. Keine Sorge mehr, dass andere glauben, mich ausnutzen zu können. Geh voraus. Ich freue mich auf unsere neue geschäftliche Partnerschaft. Jo, hoffen wir mal, dass der uns nicht hier irgendwie hinterrücks in den Rücken fällt. Aber ich würde mal sagen, das haben wir hier gut gemeistert. Vermutlich nicht ganz im Sinne von El Jefe, aber mir auch egal, was Kindly Cheng sagt. Ich finde, wir haben das super gemeistert. Und der Kampf, der war nicht ganz so schlimm, wie ich dachte. Ich dachte, gegen die Obermuftis eines ganzen Viertels werden wir nicht viel ausrichten können. Aber wir konnten zum Glück den ersten sehr schnell ausschalten. Ich glaube, das war das Wichtigste, dass wir da wirklich ganz, ganz schnell jemanden ausgeschaltet haben und dann stark in der Überzahl waren. Inklusive der ganzen Drohnen natürlich, beziehungsweise die ich mit dabei habe. Theoretisch können wir ja noch einen Drohnenknaben dazu bekommen. Aber das finde ich gar nicht mal so schlecht. Also, auf zur MTR Station. Und gucken, was Kindly Cheng sagt. Board Train. Mit unserem neuen Kumpel. Ach Mensch, da wird Cheng sicherlich erfreut sein. Nicht nur, dass wir gesucht werden, wir laden auch noch eben mal einen Ghoul mit ein, die wahrlich keinen guten Stand haben in der Welt, beziehungsweise die normalerweise nicht so denkend sind wie der. Reisen, du bist dabei, diesen Ort zu verlassen und nach Hioi zurückzukehren. Fortfahren? Jupp, natürlich. Und der Kampf hat gar nicht so lange gedauert. 10 Minuten oder so? Gar nicht mal so schlecht. Und man merkt, ich habe gerade Spiel geladen. Hier ist mal wieder ein englischer Text. Aber egal. Irgendwann kommt er vielleicht auch nochmal auf Deutsch. Dann könnt ihr euch in ihnen all Ruhe durchlesen. Natürlich könnt ihr auch auf Englisch durchlesen. Macht ja auch nichts. Aber ich werde ihn jetzt nicht für euch jetzt on the fly übersetzen. Ich weiß, wie furchtbar ich da manchmal drin bin. Von daher lasse ich es lieber sein. Da war ich ja auch echt froh, als ich bei Stardew Valley... Ein kleiner Tipp zum Anschauen, hatte ich mal geletzt played, anfangs noch, als es auf Englisch war. Und da habe ich auch einiges direkt übersetzt und es war manchmal ein Grauen. Also, das ist nicht immer schön.
aber es ist halt. So, aber jetzt geht es auf zu Cheng, hoffe ich zumindest. Vielleicht sind wir ja direkt dort. Ich vermute mal, wir müssen erstmal selbst hingehen. Spiel wurde angeblich gespeichert, aber ich warte darauf, dass wir auch den Ortswechsel haben. Oder ich muss nochmal laden. Nein, muss ich nicht. Karma erhalten, 8 Punkte. Oh. Ich glaube, das ist gar nicht mal so schlecht. Fordere Bezahlung für deine Runs am Missions Computer an. Okay. Mal sehen, sagen die hier ob was. Stephen Dynamite. Mal gucken, was der zu sagen hat. Ein zerzauster Mann in schmutzigen Lumpen steht auf dem Bürgersteig. Seine Beine wackeln unsicher. Seine blutunterlaufenden Augen sehen verzweifelt aus und der scharfe, süßliche Geruch, den er ausstrahlt, sticht in die Nase. Bist du okay, Mann? Du musst mir helfen, Mann! Seine Zähne blitzen, als er noch fester zupackt. Seine Hand fühlt sich an wie ein Schraubstock. Ich brauche deine Hilfe! Sag zuerst das Zauberwort. Der Mann zieht dich näher an sich. Seine scharfen Augen bannen dich auf der Stelle. Du bemerkst, dass seine zerrissene Kleidung mit Designer-Logos bedruckt ist. Bitte, bitte! Überbringe einfach Handsome Lee eine Nachricht. Na, Lügen, Handsome Lee? Ah ja, genau, ich kenne den Typen. Und was soll ich ihm genau sagen? Ich bin Stephen. Stephen Dynamite. Er nickt eifrig mit Verzweiflung in seinen Augen. Eine träge Zunge wischt über die gesprungene Haut seiner Lippen. Schau, du musst mir helfen. Ich wurde vergiftet. Dieser Mist, den Lee mir verkauft hat, hat böse Dinge in meinem Kopf getan. Wenn ich die Augen schließe, dann sehe ich lange, dunkle Tunnel. So viele Hände. Hände, die nach mir greifen. Messerscharfe Zähne, die nagen und die Kinder. Schlechte Dinge in deinem Kopf? Sprechen wir hier über Halluzinationen? Der Blick des Junkies geht ins Leere. Ein schwaches Rinnsal voller Speiche läuft ihm über das Kind. Nein, nicht genau. Wohl eher Albträume. Sie fühlen sich sehr real an. Zähne, die beißen. Gesichter, die ich kannte. Okay, das kennen wir doch irgendwoher. Weißt du, diese ganze Albtraumsache hat sich herumgesprochen. Es betrifft nicht nur dich. Nein, das ist es nicht. Ich sage dir, ich wurde vergiftet. Ich weiß es. Du wirst mir doch helfen, oder? Na gut. Ich tue, was ich kann. Das sagt Lee, was er getan hat, dass ich Erleichterung brauche. Sag ihm, ich brauche... Das ist schon etwas vage, Steve. Brauchst du irgendwas Bestimmtes? Ich will mein Geld zurück. Seine brüchige Stimme schwankt, er hält inne und sagt nichts mehr. Vergiftet, Albträume, Geld zurückholen. Okay, ich hab's. Noch irgendwas? Komm bitte einfach zurück und bitte beeile dich. Ach du Scheiße, was man sich nicht alles aufhalst. War das hier... Der Lee müsste ja hier sein, der Knabe, der Arzt. Glaube ich. Otter? Nee, das ist der Ambrose. Wo finde ich Lee denn? It's a General Lee. Nee, da will ich doch gar nicht. Ich möchte hier Missionsobjekte. Nee, Ziele. Kann ich hier nicht? Nee. Whatsoever. Geh zum Grab des Imperators. Ja, optional. Ruhe dich aus. Oh, wenn das mal nichts ist. Ich weiß nicht, ob ich schon zu Cheng gehen kann.
So, das ist der Frederick. Das ist Maximum Law. Mal sehen, wo dieser Lee ist. Da haben wir einen Heoi-Schmuggler. Was haben wir hier für einen Knaben? Das, ah, Handsome Lee. Da ist er doch. So. Sprich mit mir. Es ist schwül, selbst für Heois Monsunzeit. Du hältst kurz inne, als um deine Stirn abzuwischen. Auf einmal fühlst du, wie sich Blicke auf dich richten. Als du dich umsiehst, treffen deine Blicke mit dem ruhigen, suchenden Blick eines Mannes, der halb verdeckt im Schatten steht. Er trägt ein strahlendes, weißes und maßgeschneidertes Hemd. Hemdsärmel, eine dunkle, graue Seidenkrawatte und elegante schwarze Hosen. Wenn er schwitzen sollte, siehst du es ihm nicht an. Der Mann neigt seinen Kopf wie zu einem leichten Gruß. Ein Neuankömmling, willkommen! Er strahlt dich mit einem brillanten Colgate-Lächeln an, die Augen glänzen voller Verwunderung. Du kannst gerade so eine schwache Andeutung eines Akzents erkennen. Handsome Lee ist mein Name, Lieferant für erweiterte Sinneserfahrungen. Ich kann sehen, dass du einige Geschichten zu erzählen hast. Okay, du hast erwähnt, dass du erweiterte Sinneserfahrungen verkaufst. Zeig mir, was du so hast. Okay, definitiv ein... Oh, Relaxin. Ich habe zuerst Ritalin gelesen. Kamikaze, Bliss, Cram. Ich glaube, ich lasse es mal lieber. Aber gut, gehen wir einfach mal direkt drauf los. Ich habe jemanden getroffen, von dem ich dir eine Nachricht überbringen soll. Handsome Lee winkt dich mit einer Tränengeste ran. Ich schätze, ich kann es erraten. Steven Dynamite erhebt kühl eine Augenbraue. Woher weißt du? Es war ja auch echt Zeit für ihn, mich zu kontaktieren. Ich kenne seine Zyklen sehr genau. Er nickt dir wissend zu. Er ist einer meiner loyalsten Kunden. Nicht mehr lange, Lee. Die letzte Lieferung, die du ihm geschickt hast, hat ihn auf einen echt schlechten Trip geschickt. Er hält nachdenklich inne. Interessant. Und was will er dann von mir? Was meinst du wohl? Er will seinen Yen zurück. Er strafft sich und streckt sein Kinn hervor. Da war absolut nichts falsch an meiner letzten Kreation. Es wurde sorgfältig dafür entwickelt, die Sinne zu erheben und den Geist zu kitzeln. Ein kleines Hoch, das ich mir auch selbst gegönnt habe. Nun, wenn der bedauerliche Steven zufälligerweise mein Meisterwerk mit anderen, minderwertigeren Substanzen verdünnt hat, kann ich dafür wohl kaum haftbar gemacht werden. Sein Tonfall ist endgültig. Oh Mann, soll ich es mir verscherzen? Ach Mensch, bin ich mal wieder ein gut Mensch. Du hast es nicht verstanden. Es ist mir egal, ob deine Drogen funktionieren oder nicht. Ich will Steves Geld. Er starrt dich einen Moment lang an und greift dann in seine Brusttasche. Mit einer geschickten Bewegung holt er ein Päckchen hervor und präsentiert es dir. Kein Geld. Nicht mehr. Ich hatte Ausgaben, genauso wie du welche haben wirst. Aber hier, gib Steffen das mit besten Wünschen. Danach hat er mich nicht gefragt. Er wollte Geld, nicht noch mehr Drogen. Schau, selbst wenn ich ihm die Nuyen zurückgeben würde, was glaubst du denn, würde er damit machen? Er wäre in 15 Minuten hier bei mir und würde nach einer weiteren Dosis verlangen. Was ich ihm anbiete, wird Steffen nicht heilen oder ihn davon abhalten, weiterhin böse Träume zu haben. Aber es wird ihm etwas Erleichterung bringen und, wenn ich mich nicht irre, ist es doch genau das, was er so verzweifelt will. Korrekt. Erleichterung ist genau das Wort, was er benutzt hat. Der Händler nickt weise. Ich habe dir doch gesagt, dass ich Steffen gut kenne oder Steven, um zu wissen, wann er wieder verzweifelt nach dem nächsten Hit sucht. Also ist seine Sucht das ganze Problem? Leidet er deshalb so viel? Lee schüttelt langsam den Kopf. Nein, ich bin einfach nicht überrascht, jetzt von ihm zu hören. Es war einfach wieder an der Zeit.
Aber ich kann die ungewöhnlichen Träume auch nicht erklären, die er hat. Wie auch immer, er hält dir das Paket hin und schüttelt es leicht. Nimm das, gib es ihm, es soll ihm helfen, zumindest kurzzeitig. Ach, alles klar, Lee. Ich werde es ihm bringen. Sehr gut. Bitte lass mich wissen, wie es ihm geht. Take. So. Take it or break it, ne? Ah, ich habe dabei aber kein gutes Gefühl, sag ich mal. Aber es ist ja auch keine liebenswerte Welt hier. Es ist eine knüppelharte. Stefan oder Steven, ich weiß nicht, wie das am besten ausgesprochen wird, Dynamite, regelt sich auf dem Sidewalk, während er eher zuckt, als sich zu bewegen. Nimmt seine Haut einen grauen Farbton an. Seine Brust bewegt sich deutlich bei jedem Atemzug. Seine eingefallenen Augen richten sich auf dich, er benetzt seine trockenen Lippen und spricht dich an. Hallo, ich bin erleichtert, dich zu sehen. Dachte nicht, dass du wiederkommst. Kann keinem trauen. Das ist ein schlechter Ort. Machst du Witze? Ich hab gesagt, ich komme wieder. Und hier bin ich. Und ich werde es bereuen. Der Junkie sinkt in sich zusammen. Er kratzt dich an der Stirn und reagiert schwerfällig. Egal. Danke jedenfalls, dass du mit dem kleinen Bastard geredet hast. Hast du mein Geld? Lee hat mir dein Geld. Er hat dein Geld nicht. Er gab mir stattdessen das hier. Die Junkie-Augen leuchten beim Anblick des Pakets von Handsome Lee auf. Oho. Vielleicht wäre es aber besser, diese schlechte Angewohnheit aufzugeben. Das hat dich bereits ruiniert, Mann. Der Mann lacht leise. Es sind reine Gerüchte, dass ich die Drohung als Flucht benutze. Ich suche nur nach weiteren Abhängigkeiten. Das kann ich also Lees Paket nehmen, bitte? Du musst auch wirklich aufhören wollen. Er hebt seine Handfläche in einer flehentlichen Geste zu dir. Ich verspreche dir, ab morgen aufzuhören. Morgen, wirklich. Ach, kack die Wand an. Es ist deine Beerdigung. Er schnappt sich eifrig das Paket, das du ihm hinhältst. Seine Augen leuchten vor Erregung, als er das Bliss sieht. Bevor du es nimmst, erzähl mir von deinen Träumen. Er schaut dich misstrauisch an. Du willst was über meine Träume wissen? Wieso? Weil ich dir helfen will, du Dummkopf. Er starrt dir in die Augen, seine Stimme sinkt auf ein scharfes Flüstern herab. Das sind keine gewöhnlichen Träume, das sind Visionen, die sind so echt. Ich habe alle möglichen Arten von Zeugs genommen und habe nie etwas derartiges erlebt. Du hast praktisch geschwärmt, als wir das letzte Mal sprachen. Erklär mir deine Träume jetzt mal genauer. Er nickt, seine Zunge verheddert und verhaspelt sich, als er spricht. Also, ich gehe zu Fuß durch die Reihe von dunklen Hallen, stinkt zum Gott Abraham, und ich sehe immer mehr Menschen, während ich mich bewege. Die Leute rempeln mich an. Ich verhungere, weil ich seit Tagen nichts mehr gegessen habe. Ich möchte nur ein bisschen essen, also gehe ich weiter. Ich fange an, Kinder in der Menge zu sehen. Kinder mit schrecklichen Verbrennungen, entstellten Gesichtern. Alle diese Leute greifen nach mir. Er fängt an, von Kopf bis Fuß zu zittern. Seine Augen treten hervor. Dann sehe ich Zähne überall um mich herum. Ich kann sogar Zähne auf mir fühlen. Schweißgebadet hält er inne und legt den Kopf in seine Arme. Aber du solltest wissen, dass diese Drohungen die Albträume nur noch schlimmer machen. Warum nimmst du also so viele davon? Der Junkie schenkt dir ein müdes Lächeln. Weil ich es brauche. Früher habe ich den Kick von Explosionen bekommen. Ich habe es
geliebt, Sachen in die Luft zu jagen, das Glas zersplittern zu sehen, die Wände zerfallen, die Flammen lecken hoch in den Himmel. Jetzt nicht mehr. Ich bin bei Nadel und Pillen. Okay, du warst also ein Shadowrunner. Nicht so sehr. Ich war Bombenbauer. Habe eigene Bomben angefertigt. Es war ein Traumjob. Außerdem war es lukrativ. Er reibt den Daumen und die Zeigefinger zusammen, dann schnippt er. Megakonzerne konnten nicht genug davon bekommen. Von meinen Geräten. Ich war ganz oben, leider auch mit meinem Ego. Hab nicht begriffen, was sie damit angestellt haben. Du klingst eigentlich für mich eher wie ein Pyromane. Er lächelt wehmütig. Ein wenig, ja. Die Kraft, die Schönheit der Explosion begeistert mich. Aber ich wollte nie Menschen verletzen. Und was hast du gedacht, wofür die Bomben dann genutzt werden? Der Junkie zuckt abweisend mit den Schultern, aber er vermeidet deinen Blick. Für Kriege vor allem, Militär, Söldner und Armeen. Ich dachte, es würde Soldaten treffen und hab die nicht als Leute angesehen. Nur als was? Der Junkie beginnt an den Fingernägeln zu nageln. Nur, dass die Bomben gegen zivile Ziele eingesetzt wurden. Der Mann gräbt die Fingernägel so stark in seine Handflächen, dass ein bisschen Blut über die Hand fließt. Ich bin aus Guizhou. Sichuan hat ziemlich viel von der Provinz übernommen, aber ein Rest von Widerstand ist noch da. Das sind große politische Kämpfe, die betreffen nicht das direkte Leben der normalen Bevölkerung. Bis das Dorf, in dem ich in Guizhou aufwuchs, übernommen wurde. Da waren Tabakbauern, Weinbauern, Bauern, kein Militär. Tränen laufen aus den Augen des Mannes, hinterlassen schmale Linien auf seinen schmutzigen Wangen. Ich habe die markanten Muster erkannt, die Spuren, die es hinterließ. Das waren meine Bomben, die Gegend zerstörten, die Landschaft meiner Kindheit. Als das Dorf bombardiert wurde, hast du da jemanden verloren, den du kanntest? Er blickt dich aus rot umrandeten Augen an, wirft seine Arme in die Luft. Ich habe sie alle gekannt, von den ältesten Einwohnern bis zum kleinsten Kind. Meine eigene Familie starb dabei. Wir standen uns nicht sehr nah. Pyromanen passen nicht unbedingt in eine landwirtschaftliche Umgebung. Und warum würde Sichuan ein Dorf bombardieren? Um den Geist des Volkes zu brechen. Es brach meinen. Die Schultern des Junkies heben sich und er legt zitternd eine Hand über sein Gesicht. Jetzt will ich nur noch vergessen. Die Drohung helfen. Manchmal. Okay, Steve. Ich schätze, ich habe begriffen, was hier vor sich geht. Ich schätze, ich muss mich wegen Bomben schuldig fühlen. All das Blut an meinen Händen. Ich kann es fühlen, die ganze Zeit. Ich habe Bomben gemocht, aber ich wollte niemanden schaden. Er umklammert schluchzend sein Gesicht. Wird es jemals weggehen? Werde ich damit leben können? Die Drohungen helfen mir zu vergessen, aber er schüttelt den Kopf. Sein Blick der völligen Hoffnungslosigkeit über sein Gesicht. Nun, du könntest vielleicht einigen Kindern helfen oder den Schaltplänen für deine Bomben klauen.
Kindern helfen? Meine Entwürfe stehlen? Der Junkie schwamm stumm an seinem Platz vor und zurück. Er nagt an seine aufgesprungene Unterlippe. Lippe. Weiß einfach nicht, wo ich beginnen soll. Muss darüber nachdenken. Kinder sind unsere Zukunft, Mann. Für den Anfang finde eine Wohltätigkeitsorganisation und investiere da einige Stunden. Der Mann sinkt zusammen, kauert sich auf sein Knie. Sein Blick ist abwesend und Tränen laufen ihm über seine Wangen. Da waren ein paar Asylunterkünfte, die mich aufnahmen, als ich zusammengebrochen bin. Da waren eine Menge Familien. Ich könnte da helfen. Der Mann hält inne, leckt sich über die Lippen. Er ringt um die richtigen Worte. Aber am Ende muss ich wahrscheinlich nach Hause gehen. Nach Kuchu. Ich sage dir was. Ich denke darüber nach. Er nickt eifrig. Das tue ich. Wirklich. Schätze, dass ich das Beste, was ich erhoffen könnte. Ich wünsche dir viel Glück, Steve. Danke. Ja, die kleine Quest wurde doch etwas größer, als ich gedacht habe. Deswegen beenden wir jetzt hier schon unseren Ablauf, unseren Folge und sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn wir entweder bei Cheng sind oder am Missionscomputer unsere Belohnung abholen. Bis dann allerdings, ciao, ciao allerseits. Wir sehen uns wieder.